Hallo, heute machen wir ganz einfach diese leckeren Rocher-Pralinen. Dazu habe ich hier als erstes einen Topf mit Wasser drin, für ein Wasserbad. Hier ist auch schon der Nougat drin. Den Topf schalten wir jetzt erstmal ein, lassen das Wasser heiß werden, damit das Nougat schmilzt. Und dann geht es auch direkt weiter. So, unser Nougat ist jetzt gleich geschmolzen. Ich rühre den jetzt hier so ein bisschen, damit es vielleicht noch ein bisschen schneller geht. Man könnte es natürlich auch in der Mikrowelle machen, aber da, wenn man es da ein bisschen zu lange lässt, macht man sich den Nougat damit kaputt. Deswegen mache ich es eigentlich immer im Wasserbad. Die Zutaten kommen dann zu gleichen Teilen dort rein. Also hier haben wir jetzt die Nougatmasse, dann Nutella und gemahlene Haselnüsse. Die haben alle dieselbe Menge. So, jetzt wo der Nougat geschmolzen ist, der Topf schon weg. Das Ganze jetzt hier nochmal auf Tara quasi, auf Null setzen und dann die Nutella mit dazu. Ich habe die jetzt nicht in extra Schale, das würde zu viel verschwenden. Ich schätze mal, das dürfte schon reichen. Jawohl. So. Jetzt die Haselnüsse mit dazu und das Ganze dort einrühren. Ich mache das immer mit einem Löffel, weil es sich sonst in einem Schneebesen so festhängt. Von daher finde ich es immer ein bisschen leichter mit dem Löffel. Das Ganze jetzt schön miteinander vermengen. Wenn es jetzt noch viel zu flüssig sein sollte, kann man einfach noch mal ein bisschen mehr Haselnüsse mit dazu machen. So, ich mache da noch mal ein paar mit dazu. Weil es mir jetzt doch ein bisschen zu flüssig erscheint. Oh, jetzt reicht's. So, den kleinen Löffel können wir drin lassen, den brauchen wir dann noch mal. Und das stellen wir jetzt noch mal so für 30 Minuten in den Kühlschrank, bevor wir es weiterverarbeiten. So, meine Rocher-Masse war jetzt schon fertig ausgekühlt. Wie du siehst, habe ich auch schon angefangen. Du nimmst dafür einfach so einen kleinen Teelöffel Masse, drückst eine Haselnuss hinein, verschließt es so leicht, am besten noch mit Handschuhen, damit wenig Körperwärme drankommt, weil es eine sehr weiche Masse ist, und rollst die Kugel dann in den gehackten Haselnüssen. Das machst du dann mit der ganzen Masse. Am besten halten sich die Rocher in einer verschließbaren Box im Kühlschrank und da auch locker 1 bis 2 Wochen, wenn sie überhaupt so lange überleben. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Nachmachen. Und hier siehst du meine fertigen, hausgemachten Rocher.